Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Schmelzhasen. Ich bin, wie ihr sehen könnt, immer noch auf der Form Next am Stand von Big Tree Tech und ich habe hier Swiss 3DC. Den kennt ihr vielleicht schon entsprechend mit den neuen Hot Ends, die ich ziemlich genial finde. Da hat der ein oder andere schon drüber berichtet. Nämlich könnt ihr mit diesen Nozzles quasi eure Nozzle quick swappen. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie das funktioniert hier an dem Hot End. Ihr nehmt einfach hier die Heizsocke ab und dann klappt hier was auf und ihr könnt quasi die Nozzle rausnehmen und dann entsprechend eine neue reinpacken. Das finde ich an sich vom System her schon mal ziemlich genial. Hier innen drin ist ein Clip, der das Ganze dann unten noch mal ein bisschen zusammenhält, damit das Ganze auch wirklich stabil bleibt. Da habe ich auch getestet, da wackelt nichts, das ist wirklich stabil. Und das gibt es für verschiedene Hersteller von 3D-Drucken. Also wenn ihr zum Beispiel mal einen Bambu habt, gibt es eine Lösung dafür. Wenn ihr einen Pusher Mini habt, gibt es auch eine Lösung dafür. Ja? Man muss natürlich darauf achten, bei unterschiedlichen Herstellern von Druckern gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das dann entsprechend einzubauen. Das heißt also, man hat welche, wo man das Ganze konvertieren kann. Dann hat man hier solche Adapter entsprechend, die man einbauen kann, um dann einfach den Drucker umzurüsten auf diese Quick-Change-Nozzle. Aber man kann auch hingehen, kann sagen, okay, wie beim Pusher Mini zum Beispiel mal, dass man dann den Kühler, das Kühlgerippe noch mal ein bisschen anpassen muss, damit das recht reinpasst entsprechend. Was ich aber cool finde, ist entsprechend, dass es auch schon verschiedene Nozzeln dafür gibt. Das heißt also, von 0,2 bis 0,6 gibt es verschiedene Nozzeln und man erkennt anhand von einer Rille, die hier oben eingraviert ist, welche Nozzelgröße es denn ist. Denn diese Teile sind natürlich so klein, dass man hier vorne in der Spitze natürlich nichts mehr eingravieren kann. Es gibt zusätzlich zu den normalen Messingdüsen, also hier die, das sind die normalen Messingdüsen, gibt es nochmal zusätzlich eine gehärtete Stahldüse. Und das ist natürlich dann für Materialien wie zum Beispiel mal für abrasive Materialien natürlich ziemlich interessant. Und wir haben hier nochmal im Prinzip so eine Art Explosionszeichnung. Wir haben das heute mal komplett auseinandergenommen, damit ihr mal sehen könnt, wie das Ganze dann aussieht und wie das Ganze sich dann zusammensetzt. Und ja, ihr könnt euer Hotend, je nachdem welches Hotend das ist, von dem Standard auf das Swiss 3DC umrüsten. Das ist natürlich ziemlich cool. Den Link zu der Webseite von Swiss 3DC findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch noch mal ein paar mehr Informationen runterladen. Und natürlich auch mal im Shop gucken. Da gibt es schon verschiedene Sachen zu kaufen, damit ihr euren Drucker umrüsten könnt. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich heute gerne bei unserem Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen könnt ihr dort aber auch weitere Services wie CNC-Fräsen, Blechbearbeitung oder aber auch 3D-Druck in Anspruch nehmen. In Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Boron Zero aus Nylon herstellen lassen. Die Teile sind zum einen eingefärbt, das heißt also der Toolhead ist bei mir zweifarbig und zum anderen haben diese Teile natürlich perfekt gepasst. Wer also für eines seiner Projekte unbedingt so einen Service braucht, den kann ich PCBWay einfach nur ans Herz legen und damit machen wir weiter im Video. Und ja, ich werde das Ganze im Auge behalten. Ist natürlich ein Schweizer Unternehmen für mich, wo ich in der Schweiz wohne, ist das natürlich prädestiniert. Und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zeigen und Hodl the Line, Happy Printing und ciao.